Hallo und willkommen zurück zu Broken Sword. Ja, in der letzten Folge sind wir nach Irland gereist und haben schon ein paar komische Gestalten kennengelernt. Und wir haben aber noch zwei Leute hier, mit denen wir sprechen können. Einmal der Besucher hier und einmal der Chef. Fangen wir mal mit dem Besucher an. Hi, ich heiße Stobbart, George Stobbart. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Erzähl mir doch mal was über das Schloss. Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nichts was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie denn einer von den Geschichtstypen da? Nein. Oh nein, ich mache hier Urlaub. Was denn das? Ferienpad. Amerikaner sagen zu Ferien Urlaub. Trotzdem lügt er. Mir hat er gesagt, er wäre Journalist. Oh, was hast du denn dagegen? Journalisten sind Ratten, Pat. Was? Sogar Clark Kent? Das glaube ich einfach nicht. Oh, echt? In Loch Marn? Die kommen nach Loch Marn, um Ferien zu machen? Klar, ist doch sehr hübsch hier. Wo zum Teufel kommen Sie denn her, Mister? Kalifornien. Kenn ich. Da kommen die ganzen getrockneten Pflaumen her. Ja, unter anderem. Okay. Kennst du den hier vielleicht? Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Sieht ja echt toll aus, der Typ. Ist das ein Filmstar? Nee, nicht so ganz. Was sagt Ihnen dieses Werkzeug? Und damit macht man Kanaldeckel auf. Hier kennen sich die Leute aus damit, ne? In Frankreich bzw. Paris wusste keiner was darüber oder kaum jemand. Was sagt Ihnen diese falsche Nase? Ah ja, Sie sind ein Clown. Nicht ganz, nein. Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Nein, Chef. Darf ich Ihre Hand schütteln? Nein, dürfen Sie nicht. Wieso? Okay. Weil ich sonst mein Bier verschütte. Das hat natürlich Priorität. Was halten Sie von diesem Handtuch? Schönes Stück Stoff. Und ich kann das beurteilen. Das stammt aus den Truhen des Vatikans, höchst selbst. Ja, klar. Erkennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Tja, nein. Okay. Kennen Sie Dr. Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Nee. Ich meine, ich weiß, wer er ist, aber persönlich? Nee. So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien. Möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburger Verpackungen und Kondome mit Geschmack. Mir ist der O'Brien ja sympathisch. Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich habe selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Nein. Sowas aber auch. Habe ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung. Ja, wenn das mit Bier gemeint ist. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hatte sie belabert, ihm einen auszugeben? Schäm dich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint braune Suppe, sofort. Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? Ah, ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich es mir genau überlege, dann war es auch erst letzte Woche. Oh ja,
Und ob Fitzgerald da war? Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palabert. Okay, dann quatschen wir gleich nochmal mit dem. Dann mal tschüss. Jo, was ist das hier eigentlich für ein Gerät? Soll das eine Spülmaschine sein oder... Kein Plan. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Ja, oder? Keine schlechte Idee. Haben Sie was frei? Möglicherweise, wenn Sie warten wollen, bis der jetzige Gast auscheckt. Kein Problem. Was meinen Sie, wann das sein wird? Sobald ihn der Totengräber abholt. Na toll. Das hier könnte Sie vielleicht interessieren. Nö. Oh, guck mal, unser Typ hier ist weg. Hä? Und jetzt ist er wieder da? Und gerade war das Bierglas auch irgendwie vor unserem George. Naja, gut. Kennen Sie diesen Mann? Nein, sollte ich? Was wollen Sie von ihm? Ich habe mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Ich will keinen Ärger hier in der Bar, Mister. Wenn Sie sich mit jemandem prügeln möchten, gehen Sie zu Pater Mahoney. Ein Priester? Ein Mann des Wortes? Klar. Und er bringt den Jungs im Jugendclub bei, wie man boxt. Mahoney behauptet, dass Boxen den Charakter entwickelt. Stimmt das, Pat? Hat er dich nicht auch in der Prügelkunst unterrichtet? Doyle! Sorry, Michael, ich war in Gedanken. Was hast du gesagt? Oh, vergiss es. Boah, was ein Trottel. Sagt Ihnen diese falsche Nase etwas? Nein, und damit basta. Ist ja gut. Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Das ist eklig. Hab ich in den Kanälen gefunden. Und warum wedeln Sie mir damit vor der Nase herum? Sie sind schlimmer als Ron. Nun packen Sie es schon weg, Mann. Hey, Barkeeper. Chef, wenn Sie nichts dagegen haben. Sorry, geben Sie mir darauf die Hand, ja? Warum um alles in der Welt sollte ich? Was haben Sie vor? Nichts. Na los, geben Sie mir einfach die Hand. Nicht jetzt, Mister. Ich muss vorsichtig sein, wegen der Vorschriften vom Gesundheitsamt. Ja. Oh Mann. Okay. Darf ich mir das Handtuch ausborgen? Klar können Sie. Unter einer Bedingung. Und welche? Lassen Sie den alten Ron nicht in seine Nähe. Wer ist Ron? Der Typ da drüben in der Ecke. Mit dem Hygieneproblem. Ja, hier scheinen alle ein Problem zu haben, aber nicht, was Hygiene angeht. Kennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein, Sir. Erkennen Sie den Mann auf dieser Karte? Nein. Sollte ich das? Oh nein, es war nur ein Versuch. Ja. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Hey, wir sind kein Clown. Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob? Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gitter. Hat Pegram hier gewohnt? Ja, hat er. 6 Übernachtungen plus Frühstück. Wow, man sollte meinen, dass der eher in so eine Luxusabsteige geht, so wie der hier auf den Bildern immer aussieht. Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Ich, würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeugs drin herum und es haut einen um. Toll. Und schmeckt. Also, ich muss jetzt los. Na dann, können wir jetzt mit dem quatschen? Er hört nicht zu. Nee, das bringt nichts.
Okay, quatschen wir nochmal mit unserem Fitzgerald. Mr. Fitzgerald? Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat Sie dort gesehen. Sie können es also ruhig zugeben. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Okay. Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Ein Franzose? Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Tja, jetzt bräuchten wir so eine gute Lady wie in dem Hotel. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Oh, Backer. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört. Oh je. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, McGuire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier! Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Oh, Backe. Oh, oh, hoffentlich ist dir nichts passiert. Mensch, wo hat er sich nur drauf eingelassen, der junge Kerl? Ich bin auf diesen Typen namens Sean Fitzgerald getroffen. Er war verdammt nervös. Pegram hat ihm ein Päckchen gegeben und ihm beauftragt, es einem gewissen Jacques irgendwas zu geben. Ja, mein Französisch, ihr wisst es. Wie spricht man den denn aus? Pegram? Ich weiß es auch nicht. Gehen wir mal raus und gucken uns das an. Ich habe die Wahrheit über Fitzi erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzi aus dem Pub geschossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den armen alten Fitzi. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Der Kobold. Oh oh. Hoffen wir, dass unser Sean Fitzgerald nicht sein nächstes Opfer wird. Fitzgerald geriet in Panik, als ich ihn stellte. Er lief aus dem Pub und wurde überfahren. Von einem Kobold. Kahn hat doch ein Koboldkostüm ausgeborgt. Er muss es gewesen sein. Das sehe ich genauso. Schauen wir uns mal hier an, was passiert ist. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Toll,
Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Okay. Können wir irgendwas damit machen? Vermutlich nicht, ne? Erstmal jedenfalls. Okay. Können wir hier nochmal was machen? Nein, auch nicht. Mal eben gucken, ob wir in die Richtung noch laufen können. Nein, können wir nicht. Können wir nochmal mit dem Typen hier quatschen? Hey, McGuire. Was? Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich habe nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Vielleicht ist das Päckchen ja irgendwo verschwunden. Das könnte natürlich sein. Bis später dann. Okay, Mister. Vielleicht hier rein. Ich glaube aber auf die Straße können, oder? Doch. Aber weiter geht's auch nicht. Das heißt, wir können nur noch hier lang und das machen wir dann auch. Hi, sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Die Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten Sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Ja, da kommen eine Menge Geschichten zusammen, das stimmt. Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein, der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Ob er wohl den Edelstein gefunden hat und ob der wohl in dem Päckchen war? Aber was möchte unser guter Khan oder Marquis oder wie auch immer er sich jetzt nennt damit? Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Ja, yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Tja. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Ach, das ist ja eine Erleichterung. Naja, geht so, ne? Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen bessere Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Das glaube ich auch. Ach du Schande, ey. Oh. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht. Aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen?
Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen. Nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Boah, ey. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Da können wir doch bestimmt hochklettern und dann rüber und ins Schloss gelangen. Ey, aber Leute, denkt mal darüber nach, wie die hier alle drauf sind. Ich finde das richtig schrecklich. So ein kleines Dorf, alle total trostlos, keine Perspektive, nichts. Den ganzen Tag nur saufen, 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 nichts als saufen. Und wie egal denn das auch ist, dass sein Neffe entführt wurde. Ich meine, hallo? Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Wow, weiß nicht. Das ist irgendwie ziemlich krasse Klischees. An sich ist das ja echt total lustig. Aber es ist schon sehr bedrückend. Auch wenn es hier natürlich alles lustig dargestellt ist und nur so ein Cartoon ist, weiß ich nicht, darüber nachzudenken, dass es solche Dörfer vielleicht wirklich gibt. Aber ich würde sagen, das war es auch erstmal mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!